Hi Leute und willkommen zu einem neuen Age of History 2 Video auf meinem Channel. Vor einigen Wochen habe ich mal ein Video über die Napoleonischen Kriege gemacht und da habe ich angekündigt, dass es bei 40 Likes einen zweiten Teil geben wird. Und da das Ganze gut bei euch angekommen ist, gibt es heute mal einen zweiten Teil. Wir sind gerade noch im Jahr 2019. Ich denke mal, wir werden irgendwie 100-200 Jahre in die Zukunft gehen. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an. Und das Spiel ist instant gecrashed. Ich hoffe mal, ich kann das Ganze hier jetzt wieder starten. Hoffentlich crasht es jetzt mal nicht. In Zentralasien nehmen gerade die Vereinigten Königreiche einige ihrer Nachbarn ein, werden jetzt aber doch wieder angegriffen. Die Vereinigten Königreiche waren das, was Spinnen geformt hat. Gerade sieht das Ganze relativ stabil aus. Ich habe euch noch gar nicht den Stand in Amerika gezeigt. Das hier ist das Vereinigte Königreich und Milan ist in Florida. Dann haben wir noch Hessen in Südamerika, genauso wie Utes und Milan wieder. Außerdem ist dieser eine Staat im Süden von Mexiko und in Mittelamerika. Utes hat auch noch die Karibik und die Vereinigten Königreiche greifen gerade hier Milan mit an. Die haben hier ja den Norden von Afrika und wollen vielleicht mal wieder das Römische Reich holen. Das hier ist übrigens das Überbleibsel vom Commonwealth. Ich glaube irgendwie nicht, dass die noch viel reißen werden. Das Land hier habe ich, glaube ich, im ersten Teil Österreich-Ungarn genannt. Es ist aber tatsächlich das Kaisertum Österreich. Da hat mich auch jemand in den Kommentaren darauf hingewiesen. Utes ist übrigens irgendwie der dänische Staat. Das ist aber noch nicht mal das Verrückteste, denn der kleine Staat hier im Kaukasus ist in Mittelamerika. Das ist auf jeden Fall das Seltsamste bisher. Hessen nimmt jetzt irgendwie gerade alles von Utes mit ein. Das gleiche gilt für die Karibik und den Süden von oder den Norden von Mittelamerika. Circassia sieht immer besser aus. Das Osmanische Reich dominiert aber immer noch Europa. Das Osmanische Reich fällt mittlerweile übrigens ziemlich deutlich vor dem Vereinigten Königreich und Milan. Das winzige Land in Italien ist übrigens die Toskana. Ah ja, und Frankreich ist tatsächlich wieder da. Ihr fragt euch, wo das Ganze ist. Das hier ist da, wo sie gerade sind. Ein einzelner Staat. Ironischerweise wurde ja Frankreich am Anfang der Napoleonischen Kriege zerstört. Die Vereinigten Staaten dringen jetzt auch weiter in den Westen vor. Ich denke mal, es wird hier auch irgendwann zum Konflikt mit Milan kommen. Und die Kolonisation geht eigentlich immer schneller. Wir haben gerade aber noch niemanden im Süden von Afrika. Dafür haben wir gerade Spanien in Madagaskar. Die werden aber von Zypern angegriffen. Und die sind nur der kleine Staat hier. Das liegt nämlich, glaube ich, gerade daran, dass sie von Milan und vielleicht auch vom Osmanischen Reich angegriffen worden. Damit könnten wir gleich die nächste Großmacht in Europa verlieren. Die Russen müssen jetzt auf jeden Fall mehr und mehr nach Sibirien vordringen. Aber die Vereinigten Königreiche sind hier auch im Norden vom Iran. Das Vereinigte Königreich ist aber noch immer ziemlich sicher auf Großbritannien. Hier hat sich gerade noch mal irgendwie ein anderer Staat mit abgespalten, aber ich denke mal, die werden einfach annektiert. Und jetzt gibt es gerade Rebellen gegen das Osmanische Reich und das hier ist sogar das Vereinigte Königreich. Und die kommen hier sogar gerade ziemlich gut ins Innere des Landes, werden jetzt aber direkt zurückgedrängt. Das war auf jeden Fall, glaube ich, gerade vielleicht sogar ein ziemlicher Fehler, weil sie jetzt sogar auf den Inseln angegriffen werden. Und tatsächlich konnten sie sich gerade nochmal verteidigen. Aber die Osmanen kommen jetzt bis nach Amerika, werden aber ein bisschen zumindest zurückgedrängt. Wobei das Ganze gerade schon ziemlich gut aussah. Aber ich glaube, alles, was sie gerade nicht auf dem europäischen Festland haben, ist relativ sicher. Spanien ist jetzt übrigens nur noch in Madagaskar und da ist auch ihre Hauptstadt. Ich bin sehr gespannt, wann das Osmanische Reich Milan angreifen wird. Tatsächlich hat das Vereinigte Königreich ein bisschen was vom Osmanischen Reich annektiert, unter anderem auch hier auf Sardinien. Tatsächlich werden sie jetzt wieder zurück angegriffen und haben auch alles schon wieder verloren instant. Österreich ist jetzt eigentlich relativ still, Deutschland wurde ja schon annektiert, wobei ja Hessen nach Argentinien geflohen ist. Da kommen jetzt auf jeden Fall sehr viele Memes. Gerade wurde irgendwer von den Vereinigten Königreichen mit angegriffen, ich weiß aber nicht genau wer. Dieser kleine Staat irgendwie im Kaukasus hat jetzt mittlerweile mehr und mehr von Mexiko und fast ganz Mittelamerika. Unter anderem haben sie gerade Belize bekommen. Gerade ist Europa aber vergleichbar ruhig, wobei ich glaube gerade wurde hier wer angegriffen, aber ich weiß nicht wer. Die einzige Nation, die gerade nicht kolonisiert ist, Russland. Das ist aber denke
ich mal, irgendwie nicht überraschend. Mal sehen, ob sie auch in der Realität hier bis nach Sibirien kommen. Das hier ist jetzt mittlerweile alles, was Milan so hat. Wir sind jetzt auch im Jahr 2100 und ich denke mal, ich werde einfach irgendwie einen kleinen Zeitraffer machen. Jetzt ist aber gerade doch nochmal was passiert und zwar greift Milan hier Hessen mit an und ich glaube auch Sir Cassia hier. Das könnte ihnen auf jeden Fall ziemlich helfen oder sie ziemlich zerstören. Gerade wird Sir Cassia von den Vereinigten Königreichen angegriffen und Milan war immer noch im Krieg hier mit Hessen, aber da passiert nicht so viel. Ihr habt, denke ich mal, durch den Zeitraffer gesehen, dass gerade alles irgendwie so ein bisschen eher auf Stillstand ist. Deswegen geht das Ganze hier auch nochmal weiter. Gerade tun sich die Vereinigten Königreiche etwas schwer mit dem Vereinigten Königreich. Die wollen hier nämlich, glaube ich, gerade die Verwirrung mit dem Namen beenden. Da ich vergessen hatte, das im Video zu zeigen und jetzt gleich eher ein längerer Zeitraffer kommt, wollte ich euch nochmal kurz sagen, dass es eine neue Community Bar gibt. Die Leute, die da noch nicht teilgenommen haben, finden dazu auf jeden Fall den Link in der Beschreibung. Und ja, viel Spaß mit diesem längeren Zeitraffer. Thank you.
Okay, ich bin mir nicht sicher, wie lange diese Timelapse gegangen ist, aber wie ihr seht, hat sich wirklich hier kaum was geändert. Zumindest gilt das Ganze hier für Europa, beziehungsweise die einzige wirkliche Veränderung ist, dass einfach mal Preußen hier ist. Außerhalb von Europa hat sich ziemlich viel geändert, und zwar ist unter anderem das Vereinigte Königreich jetzt sozusagen der Großteil von Nordamerika. Überraschenderweise lebt Sir Cassia immer noch und Hessen hat fast alles von Südamerika unter seiner Kontrolle. Aus irgendeinem Grund ist Suriname in Ostafrika, und Suriname kommt eigentlich aus Südamerika. Ich weiß echt nicht, was das ist. Dann haben wir hier auf einmal random Portugal in Indien. Das hier in Indonesien ist einfach nochmal Sir Cassia. Hier ist nochmal Guyana. Eigentlich wollte ich euch noch mehr zeigen, aber im Jahr 2333 gibt es irgendwie keine Konflikte mehr. Sollte euch das Video gefallen haben, könnt ihr natürlich gerne den Kanal hier abonnieren. Vielleicht schaffen wir auch die 40 Likes wieder am ersten Mal. Joint natürlich gerne auf meinen Discord-Server und ciao!